Willkommen zurück zu The Evil Within. Wir hören wunderschöne klassische Musik, die hier aus diesem Schuppen kommt. Und da hinten ist es dunkel, deswegen mache ich mein Laternchen an und jetzt gehen wir weiter in die Dunkelheit. Und entfernen uns von der schönen Musik. Wir suchen nämlich jetzt die oder der oder das Leslie. Und wir haben ihn, sie, das auch gefunden. R1 plus X. Schleichangriff. Jetzt kann ich mich auch wieder ducken, das ist schön. Entschuldigung! Ah ja, ich habe ja noch mein Messer, das ist schön. Bist du jetzt schon kaputt? Ja. Oh, und du hast Patronen dabei. Nice. Leslie! Ich bin dein Freund. Komisch, der eine hämmert gegen die Tür, tut sich nichts. Ich drück nur sanft dagegen und sie öffnet sich. Hallo, Leslie. Renn doch nicht weg. Oder führst du uns gerade? Was war das? Für ein Geräusch. Naja, klettere über Hindernisse und durch Fenster. Ja. Das habe ich in der letzten Folge schon gelernt. Geil. Die Laterne hat sogar eine Fernbedienung. Ich kann sie anmachen, ohne sie zu berühren. Das ist cool. Das ist gefährlich, ein Feuer im Wald. Oh, alte Tore, die quietschen. So gefällt mir das. Leslie! Wer bist du? Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Kann nicht weiter. Okay. Ja, ne, ist in Ordnung. Das ist der Stacheldraht vom Cover. Geil. So, pass auf. Geht mal da hin, bitte. Das Problem ist jetzt, dass ihr zu zweit seid, ne? Das ist die Scheiße. Wo ist denn der andere? Hallo? Wo ist der andere hin? Naja, okay. Egal. Der ist auf jeden Fall irgendwo... Ich habe mich gerade vor dem Grashalm erschreckt. Der ist auf jeden Fall hier irgendwo rechts. Tja, ich weiß nicht, ob ich den einen jetzt hier leise erledigen kann. Ohne den anderen... aufmerksam zu machen. Dreh dich mal bitte. Danke. So, und du da hinten drehst dich bitte auch mal, dann versuche ich es einfach. Mein Gott, ich habe ja noch Munition. Wie war nochmal nachladen? Mit Viereck oder was, ne? Dreh dich bloß nicht um, du. Dreh dich nicht um, ja? Dreh dich nicht um. Nicht umdrehen. Nee, bleib stehen. So. Alles klar. Also gefällt mir das. Wenn alle Gegner so sind, ist es in Ordnung. Aber ich befürchte, das wird nicht der Fall sein. Tja, ja. Noch ist ganz chillig. Und auch nicht großartig gruselig, aber das kommt noch, glaube ich. Ah,
Hast du mich etwa gesehen? Tatsächlich, da komm mal her. Da komm. Mach mal zu. Verletz dich nicht am Stacheldraht, ne? Au. Hamad? Wo ist er? Komm, noch eine Kugel und die muss sitzen. Geil. Komm, der stirbt doch auch. Bah, und jetzt habe ich halt diese Sutsche überm... Na geil. Ja, nice. Munition alle? Ja, sieht so aus. Warte mal, ihr habt doch bestimmt auch Munition dabei, oder? Okay, der hat sich aufgelöst und war das mit dem anderen? Der ist auch fort. Na, sehr schön. Okay. Ich gehe mal hier rein, da ist nämlich eine Blutspur. Also irgendwie war das gerade nicht so cool. Und diese Waffe, die ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Die Feuerrate ist ziemlich gering. So, was haben wir denn hier? Streichhölzer, aha. Für was genau? Aha. Okay, mir wird bestimmt noch gesagt, wofür ich das brauche. Den Kamin kann ich nicht anmachen. Warum ich die anzünden kann oder vielleicht auch muss. Ja. Ja dann, okay. Sehr schön, weiß ich Bescheid. Kann ich das hier aufmachen? Ne, ich kann mich nur da drin verstecken, aber vor was denn? Spritzen! Warte mal, die habe ich hier, ne? Ja, okay. Sehr cool. So, da kann ich raus. Ja. Hab's gesehen. Andere Seite. Achso, halten. Verzeihung. Komm, komm mal. Nein! Du Hund! Wieso rennst du denn da rein? Du solltest nur ein Stückchen nach vorne. Habe ich jetzt hier jemanden erschreckt? Außer mich und euch. Och, wieso explodiert das denn? Kann ich direkt nochmal eine verwenden? Super. Ganz toll. Toll gemacht, Detective Cannelloni. Du solltest nur ein Schrittchen nach vorne, mehr nicht, ja? So. Was ist denn da mit diesem Leuchtturm? Wieso ist das Licht von dem Leuchtturm so böse? Oder was ist das? Ein Leuchtturm oder? Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Ja, was soll das sein? Leuchtet wie ein Leuchtturm, aber. Tja. Okay, was passiert, wenn ich hier ins Wasser gehe? Kann ich nicht. Gut. Alles klar. Ja, okay, also wir müssen den Detective auf jeden Fall mal ein bisschen aufleveln, ey. Das ist ja übel. Die Fitness, die ist schon erbärmlich. Die Waffen sind erbärmlich. Hallo, Leslie. Das ist nicht Leslie. Aber schön, dass die auch so grunzen, dann hört man die wenigstens. Kann ich die Waffe auch wieder wegpacken? Du gehst mal dahin. Wie viele seid ihr denn eigentlich? Oh, ihr könnt ja schon recht schnell sein, ne? Bist du alleine, Schnucki? Och, toll! Ganz toll! Und ich habe keine Munition mehr. Oh, wieso drehst du dich denn auch um? Jetzt muss ich das so machen. Komm, ich sehe doch gar nichts. Ist kaputt? Schön. Ah, ich kann die anzünden, damit sie nicht wieder aufstehen, wenn ich sie mal umgeboxt habe, ja?
Ja, okay, nice. Hast du Munition dabei? Nee. Okay. Nee, cool, dann eben nicht. Aber ich kann doch nicht jetzt hier alle rumboxen. Ich hab nämlich auch keine Spritzen mehr. Na, das ist ja cool. Dann verstecke ich mich mal lieber, hä? Und gehe denen mal ein bisschen aus dem Weg. Machen wir die Lampe aus. Danke. Da oben grunzt jemand. Ja. Ich hoffe mal. Also ich schleiche mich jetzt an den ran. Ja, und hoffe mal, dass ich dem mein Messer in den Kopf rammen kann. Ich glaube, kann es sein, dass ich mich bis zu einem gewissen Punkt erhole, wenn ich stillstehe und... Ich befürchte, das wurde mir in der... Ja, okay, ich erhole mich. Ich befürchte, das wurde mir auch mal gesagt. Und jetzt frage ich noch so blöd. Hallo, Schnucki. Ich habe hier ein Messer für deinen Kopf. Du hast ja schon ein Messer im Kopf. Na sowas. Ich weiß nicht, ob meins dann tötet, wenn der schon so ein... Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch immun dagegen. Oh, Munition. Ich brauche mehr Streichhölzer auf jeden Fall, wenn ich die alle verbrennen soll. Oder hätte ich den jetzt auch einfach mit meiner Faust zermatschen können? Ich habe nur noch 2 Streichhölzer, ja. Naja, wer weiß. Vielleicht ist ja hier drin was. Da drin ist jemand auf jeden Fall. Und die Tür fällt zu. Ich höre auf jeden Fall noch ein Gegrunze. Ich gehe jetzt mal rein. Ist doch egal, ob da jemand drin ist oder nicht. Wir haben uns hier einigermaßen erholt, ne? Dann können wir uns auch gerne wieder schlagen. Was haben wir da? Kartenfragment. Oh, wir haben doch eine Karte. Oh, schön. Wo ist denn die? Hier nicht, auf jeden Fall. Information. Dies ist ein altmodischer Polizei. Die meisten Polizisten sind inzwischen automatisch, aber einige benutzen nach wie vor. Ja, ich hätte auch gerne automatische Pistole. Warte mal, da war noch links irgendwas. Ah, ja, nee, cool. So, und wie, wo ist meine Karte? Tja. Krieg ich vielleicht noch gesagt. Also, ich hab ja bis jetzt auch nur ein Kartenfragment, ne? Dich kann ich auch verbrennen, aber warum? Stehst du wieder auf, oder was? Da könnte ich rein, aber eigentlich sind die ja ganz, ganz brav momentan. So, hier ist nichts zum Aufsammeln. Mach mal Licht an, bitte. Spritze! Okay. Ja, cool. Ich glaube, das war's hier in dem Haus. Kann ich hier durch? Nee. Ich wollte vielleicht mal da durchklettern durch das Fenster, aber da war leider zu. Dann wieder raus. Und vor allem mal das Lämpchen aus, bitte. Lämpchen aus. Hast du? Danke. Okay. Hier kann ich durchklettern. Hallo? Hier wohnt wohl jemand, hä? Unter Betten kann ich mich also auch verstecken. Das ist schön. Okay, gut. Dich könnte ich auch verbrennen, habe ich aber nicht vor. Du hast auch Munition, das ist nett. Was liegt hier noch? Nix, okay. Also momentan ist es noch einigermaßen chillig, ne? So, und jetzt gehst du bitte an die Falle, ohne sie auszulösen. Ohne sie auszulösen. Oh. So, passt. Dankeschön. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Okay, cool.
Weiß ich Bescheid. Alles klar. Aber ich glaube, das hier ist eher so eine kleine Sackgasse. Nein, falscher Knopf. Da. Außer ich kann hier das noch. Nö. Okay. Okay. Okay, okay. Das ist ja schön. Ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder Munition habe. Natürlich werde ich die nach Möglichkeit nicht verschwenden. Aber für den Notfall ist das ganz nett. Nein, ach Mann. Wieso drücke ich eigentlich immer Dreieck, wenn ich wo drüber klettern will? Wer grunzt hier so? Ah. Du bist das, ja? Ich habe leider nichts mehr zum Locken. Muss ich mich so anschleichen? Du bist doch alleine, oder? Oh. Och Mann. Ich geh mal hin. Ist bestimmt voll nett. Bietet mir hier das Gras auch Deckung, ja? Ist das so, oder? Och Mann. Ja, ja. Ist gut. Wieso holst du jetzt nicht eigentlich dein Messer raus, hä? So. Mal gucken, ob das geht. Ob ich hier auch mit meinen Fäusten zermatschen kann. Dankeschön für deine Suppe. Okay, wie es aussieht, kann ich dich auch so zermatschen. Sehr schön. Okay. Ich höre hier aber noch Gegrunze. Kann ich den vielleicht auch hier in die Falle locken? Das wäre ja was, ne? Wenn die überhaupt hier sind. Hallo? Naja, komm. Ah, warte mal. Oh ja, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich versuch's mal, ja? Einfach so, weil ich das wissen möchte. So, du gehst mal da. Na komm. Okay, alles klar. Dann nicht. Ich bin tot. Wieso läufst du denn nicht durch die Falle, Mensch? Ich muss das ja mal ausprobieren, ne? Also die wissen schon, wenn da eine Falle ist. Das ist gut. Ja. Man muss das ja erstmal alles lernen, ne? Ich tue mich vielleicht ein bisschen schwer, aber it kommt noch, ja? Ich muss das Spiel erstmal lernen. Die sind aber nicht so blöd, wie sie aussehen, ne? Da ist eine Falle, da sagen die, nö, da laufe ich nicht rein. Das ist gut. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Aber das ist schon recht weit wieder hinten. Toll. Toll gemacht. Super. Komm, geh mal dahin. Geh doch mal dahin jetzt. Danke. So. Kann der auch schneller schleichen? Oder? Du bist tot, ja? Ja. Okay. Dann mache ich mal. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo hier das Zeug ist. Da oben. Dann sammle ich das noch schnell ein. Schon wieder der falsche Knopf. Und dann haben wir das. Außer ich habe es schon eingesammelt. Das weiß ich aber leider nicht. Bye. Also die sind wirklich doch recht intelligent.
Die können zumindest auch Fackeln benutzen und sind nicht so hirntote Zombies. Also der hier, der ist zumindest jetzt hirntot. Achso, Moment, Munition, genau. So, und hier war ja jetzt kein Gegner drin, ne? Das heißt, ich kann da einfach rein. So. Genau, das nehme ich mit, ja, ja. So, hier, das kann ich zerboxen. Munition. Okay. Hier, das kann ich noch zerboxen. Munition. Warte mal, da war noch was. Voll! Na sowas, warte mal. Nachladen. Genau. Ich habe mir den Tipp durchgelesen und gemerkt. Anne. Okay, aber hier ist nichts mehr, alles klar. Gut, dann war hier eine Falle. Die würde ich gerne entschärfen. So. Okay. Und hier war noch eine Sub. Und Munition, die ich tatsächlich nicht brauche. Doch, etwas. Ja, cool. Aber, ja, wenn ich voll bin, dann ist ja in Ordnung. Okay. Schön, das ging ja dann doch ein bisschen schneller als eben. Ich weiß nicht, warum ich immer Dreieck drücken will. Fürs Klettern. Schlimm ist das. So, die nehme ich mal mit. Kann ich bestimmt gebrauchen. Vielleicht kann ich die auch den Leuten an den Kopf schmeißen. Kann ich auch mit Flasche klettern? Ach Mann. Ja, kann ich. Gut. So. Dann. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe eine Idee, ja. So, du gehst mal bitte dahin. Der geht ja gar nicht dahin. Was soll denn das? Jetzt hat er das nicht gehört, hä? Warte mal, ich übe jetzt erstmal gerade, ob man auch schnell geduckt gehen kann. Nein, entweder nee. Okay, dann nicht. Alles klar. Oh Mann, ey. Ist noch ungewohnt. Die Steuerung. Das Spiel. Kommt alles noch. Noch bin ich noobig. Noch. So, kann ich den vielleicht ein bisschen umgehen, den Typen. Oder vielleicht noch mal locken. Oder einfach so. Ist auch recht. Kann ich mir die Flasche aufheben für jemand anderen? Feuerzeug. Ach, Streichhölzer. Ah, ne. Eine Fackel. Okay. Ah, ich dachte, du zündest den jetzt mit der Fackel an. Ach, du Held. Aber mit der Fackel mache ich wahrscheinlich mehr Schaden, ha? Kann das sein? Da bin ich natürlich auch besser zu sehen. Magst du vielleicht mal... Ja. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Komm mal her. Aber langsam. Mein Lieber. Der will immer einen Satz nach vorne machen, statt nur ein paar Zentimeter zu laufen. So, da ist nichts mehr. Oh Gott, ey. Diese Steuerung ist schlimm. Also ungewohnt auf jeden Fall, ne? So, wo bist denn du? Was ist denn da? Suppe! Her damit. Ich sehe den noch nicht, ne? Ach doch, warte. Ich glaube, da war er gerade. Gut, dass die leuchtende Augen haben. Komm her. Ja, sehr schön.
Jetzt hör auf, mir zu folgen. So, der Kollege hat das nicht gehört. Okay, das kann man also mit Fackeln machen. Das ist schön. Alter, ich sehe auch nichts, gell? Schön, dass es ab und zu mal blitzt, aber bringt tut mir das gerade nichts. Okay, warte. Ja, dankeschön. Dankeschön, dass du mir das gesagt hast, dass da eine Bärenfalle ist. Die hätte ich ansonsten übersehen. Sowas gibt's also auch hier im Spiel. Oh Mann, auf was man hier alles achten muss. Wo bist du denn? Ach, da. Sag bloß, du hast mich jetzt gesehen hier. Oh, leck mich doch. Komm, lauf! Lauf doch! Ey, komm. Chill mal. So, also benimm dich mal, meine ich damit. So, okay, den haben wir abgehangen. Wahnsinn. Trotz deiner komischen Kondition, die einfach mal überhaupt nicht da ist. Langsam. Ach nee, schlimm ist das. Du siehst mich nicht, gell? Oh, das war ja sogar ganz gut. Ich bin ja von mir selber beeindruckt gerade. Ach nee. Das Spiel ist schrecklich. Das ist noch eine Falle, ey. Wieso sind denn hier überall Fallen? Was soll das? Komm mal her. Mach die mal kaputt hier. So. Okay, und nun? Ich glaube jetzt, ich höre kein Gegrunzen mehr. Ich glaube, ich kann das Lämpchen mal anmachen. Dann sehe ich etwas mehr. Wo ist eigentlich Leslie? Aha. Wer bist du? Hi! Achso, ich soll das... Oh mein Gott, ja. Ist ja in Ordnung. Komm her. Aber ihr seid ja zum Glück... keine... Mein Gott! Ey, also die Steuerung, gell? Das funktioniert doch nicht. Wirklich? Komm, ich schlag mich jetzt einfach mit denen. Das ist echt schlimm. Komm, lad nach. Dankeschön. Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab den doch... Ach, Leute. Lach nicht so blöd. Also das ist jetzt idiotisch gewesen eigentlich, ne? Ich schieß den ab und box den um und eigentlich müsste der doch dann liegen. Ich wollte Munition sparen. Och, Leute, ey, ganz im Ernst, ne? Wo starte ich denn jetzt? Wieder da, wo ich eben gestartet bin, oder? Tatsächlich. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Bis zur nächsten Folge. Bis dann.